Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde 4-2 Project Origin, wo wir gerade die Geister hinter uns gelassen haben. Komme ich von hier? Schon eine Weile her, da ich das letzte Mal gespielt habe. Ich musste, glaube ich, den Aufzug benutzen. Ja, sieht so aus. Ich habe mir jetzt auch die letzte Folge nicht angeguckt. Wir benutzen mal den Aufzug. Mal was passiert, ob man dieses Mal wenigstens eine gesunde Fahrstuhlfahrt hat. Ich merke schon, das Ganze ist ein bisschen laut hier. Ich werde wohl also lauter sprechen müssen. Och nö, das gefällt mir ja gar nicht hier. Das gefällt mir ganz und gar nicht, aber irgendwie kommt mir das hier doch alles auch sehr bekannt vor. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. So viele Tote? Was ist denn meine Mission? Suchen Sie Snakefest Sanitätsraum und einen Sicherheitsausweis für den Sanitätsraum. War ich hier schon? Ja, es ist blöd, wenn man eine Weile nicht gespielt hat. Hier sieht's alles so leise aus. Alles tot. Hier ist noch eine Rüstung. Bin gerade ein bisschen sehr vorsichtig. Ah, der Sicherheitsausweis. What the fuck? What the fucking fuck? Ich war also doch richtig. Da habe ich ja jetzt keine Lust drauf schon mal wieder. Erstmal hier lesen. Sehr geehrter Herr Rektor Saunders, wir machen uns Sorgen um unseren Sohn Zack und unsere Tochter Marlene. Da sie ja ausgebildeter Psychiater sind, wären wir für ihren Rat sehr dankbar. Beide berichten von wiederkehrenden Albträumen, die von Gefangenschaft in dunklen Räumen, Stichen mit Nadeln und gewalttätigen Bildern geprägt sind. Zuerst dachten wir an einen gemeinsamen ausgeheckten Streich, aber die Träume scheinen die Kinder ernsthaft zu belasten. Sie können sich nicht erinnern, solche Szenarien jemals im Fernsehen gesehen zu haben und haben natürlich auch noch nie etwas Ähnliches erlebt, sodass wir unsicher sind, woher diese Träume kommen und was man dagegen tun kann. Daher wäre uns sehr an Ihrem Ratschlag gelegen. Komische Wortwahl. Daryl und Janelle Masterson. Daryl Dixon. Start. Hinweis. Kleiderordnung an Rektor Saunders. Aufforderung zur Intervention. Trotz wiederholter Ermahnung stolziert Dr. A. Mendes noch immer in völlig unangemessener Aufmachung auf dem Schulgelände umher. Kinder und Eltern werden sicher unangenehme Fragen stellen, wenn sie den Sportlehrer in einem Laborkittel sehen. Es sollten sofort Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. Ah, der macht sich also... Der rennt also hier unentsprechend gekleidet durch die Gegend, der gute Doktor. Was war das eben für ein Vieh? Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Ach, das ist so einer wieder. Schon wieder so einer. Den mag ich doch genauso wenig wie diese abgefuckten Geister vom letzten Mal. Stirb endlich! Wie viele halten die Fickviecher denn aus? Waffe wechseln. Stärkere Waffe, weniger Schuss. Das ist zumindest das, was ich denke. Nurse's office this way. Alter, hör mal auf! Thank you.
So, und wo geht's jetzt hier lang? Wir warten, bis der scheiß Aufzug kommt. Na, klasse. Ich fühle mich hier echt nicht wohl. Was falsch denn da eben? Aufzug. Alter! Fotze! Leck mich doch mal! Medikit. Soll ich da jetzt reinspringen? Probieren wir es mal. Ja, soll ich. Alter, das war ja eben auch wieder schön. Meine Nerven sind für sowas nicht ausgelegt. Ich habe den APC gefunden. Ich muss mich beeilen. Keegan geht's etwas besser, aber kämpfen kann er noch nicht. Stokes Ende. Ja gut, okay, denen geht's gut. Freut mich. Ich will jetzt einfach nur dahin, wo ich hin muss. Und zwar lebendig und in Ruhe. Tür zu. Computer nicht abschalten. Speichere Daten. Hier komme ich nicht durch, nehme ich an. Ne, das ist hier unter Lockdown. Im Sack. Nächstes, das kann ich auch. Du stirbst auch. Haben die hier auf mich gewartet, die kleinen Säcke? Ja, hier sieht es auch sehr gesund aus, möchte ich sagen. Hier möchte ich auch sehr sein. Hier möchte ich auch sehr sein. Wieder was zum Lesen. Ein Hinweis. Info Laubfrische. Paragon Rekrutierungsprogramm Teilprogramm Laubfrische. Die Schüler der Laubfrosch-Testgruppe wurden mit der Wirkstoffmischung PN5B in Klammern R8 behandelt, einer Variante der neuesten und aggressivsten Psychogen-Mutagene. Erwartetes Verhalten, höhere kognitive Reaktionszeiten, verstärktes psychisches Bewusstsein, verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2 Ergebnisse, gemischte Ergebnisse. Befriedigende Kontrolle, aber die Fähigkeit bleibt insgesamt unerheblich. Ja, die und ihre komischen Experimente hier in dieser komischen Schule. Nein, Schrotgewehr will ich immer noch nicht. Alte Position. Hier kann er nicht durch. Hier kann er nicht durch. Er ist da. Granate! Wo zum Geier ist er? Die Granate kann ich auch. In Deckung! Funkkontrolle. Wurde ich hart erwischt gerade. Paragon Handbuch. Paragon Fitness und Trainingshandbuch von Dr. Harlan Wade, PhD. Armacom Technology Corporation Military Corporation Programm, bla 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 bla. Vorwort. Die Erfahrung von Generationen lehrt uns, dass die Evolution ein wundersamer Prozess ist, der Gebrechlichkeit und Schwäche ausmerzt und Vielfalt und Anpassungsfähigkeit fördert. Doch sie ist auch langsam und führt häufig in Sackgassen. Wer also das Potenzial des Menschen in einem kürzeren Zeitrahmen entwickeln will, muss die Sache in die eigene Hand nehmen.
Der Zweck des Paragon-Programmes ist es, herausragende Exemplare der Spezies Mensch zu finden und zu pflegen, um sie, mit Hilfe des Harbinger-Programms, zu überlegenen Lebensformen weiterzuentwickeln. Einfach gesagt, suchen wir Vorbilder der Evolution, die uns durch die Kraft ihres Körpers und die Flexibilität ihres Geistes, durch einzigartige Zielstrebigkeit und durch ihre schiere Willenskraft in eine hellere und bessere Zukunft führen können. Ja, wir machen also Experimente an Kindern für eine bessere Zukunft. Ja, ist klar, Kollege. Glaube ich dir aufs Wort, Junge. Erstmal hier wieder alles aufsammeln, bisschen Munition. Maschinenpistole voll. Ich wechsle jetzt auch mal wieder auf die Maschinenpistole. Da unten. Und ab in den Sanitätsraum. Startet Rotkehlchen-Echse. Oh. Jetzt haben wir hier ein kleines Spezialräumchen gefunden. Das gefällt mir doch schon wieder überhaupt nicht hier alles. Sergeant Keegan war zu schwer verletzt, um weiterzumachen. Also brachte Lieutenant Stokes ihn zum APC zurück und schickte sie los, Snakefist zu finden. Sie kämpften sich durch Replika- und Armacam-Einheiten zum Sanitätsraum durch, der sich als getarnter Aufzug erwies. Sie werden nun herausfinden, wohin er führt. Drücke leer, um fortzufahren. Missionsziel. Suchen Sie Snakefist. Was wohl Sektor 3 ist? Harry, das ist doch unser kleiner Snakefist-Freund, wenn ich mich erinnere. Beeilen Sie sich etwas, die Armacam-Typen sind fast da. Genevieve hat die Türen verriegelt, aber sie schweißen sie durch. Ich komme nicht ins System und kann nicht helfen. Suchen Sie ein Terminal, um die Blockade aufzuheben. Ein Terminal. Snakefist. Einfallsreich. Aufzug im Sanitätsraum. Vor dem geplanten Eintreffen muss die nötige Ausrüstung vollständig bereitstehen. Komplette Verhaltensanalyse-Sitzungen müssen binnen 5 Minuten in das Labor im Klassenraum übermittelt werden. Die Schüler müssen vor dem Herunterbringen für die Tests vollständig betäubt sein. Laborassistenten sollten die Schüler durchgehend begleiten und jederzeit ein komplettes Notfallkit mit weiteren Betäubungsmitteln und einem Benzostick bereithalten. Rückweg. Einfache Labortests, bei denen die Schüler nicht aus der Betäubung erwachen, bevor sie nach oben gebracht werden, erfordern keine weiteren Maßnahmen. Alle Schüler, die vorzeitig in den Laborbereichen aufwachen, müssen mit dem Benzostick behandelt werden, um eine kurzzeitige Amnesie auszulösen. Bei der Wiederankunft auf der Hauptebene sollten die Schüler geweckt werden, eine Süßigkeit erhalten und vom Assistent zur Klasse zurückbegleitet werden. Alter, sind die Assi hier! Unfassbar! Ich soll jetzt ein Terminal suchen, um blockierte Türen zu entriegeln. Weil die gute Genevieve das alles verriegelt hat, dass die Armacam-Leute nicht reinkommen, die sich aber einen Weg dadurch schweißen. Hier, Panzerung voll brauche ich nicht. Wo geht's denn hier weiter und wo ist das besagte Terminal? Das mysteriöse besagte Terminal, wahrscheinlich hier durch diese Tür. Oder auch nicht durch diese Tür. Bist du besagtes Terminal? Ne, du bist aus. Wo ist denn hier mein Rechner an? Ist die Tür offen? Ne, die ist auch zu. Ist denn hier irgendwo ein Rechner an?